Hey Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen auf meinem Kanal Foodkey Plays. Heute ist wieder Donnerstag, das heißt, es gibt Food Champions Rewards und Division Rivals Rewards. Ich habe Platz 20 geschafft in der Weekend League, das heißt, ich habe halt einen 30-0 geholt am Wochenende. Wer es verpasst hat, schaut auf jeden Fall bei meinem Kanal, wenn ihr euch die Livestreams anschauen wollt. Ansonsten die Highlights gab es diesmal nicht auf meinem Kanal, sondern auf dem JPG Gaming Kanal. Schaut da auf jeden Fall auch vorbei, Link ist in der Videobeschreibung. Ansonsten haben wir da halt Platz 20 geholt, haben geile Rewards am Start, aber ich muss erstmal schauen, hier Division Rivals, was habe ich da überhaupt für einen Rang geholt? Okay, Rang 3, wir nehmen mal die Untauschbaren mit, würde ich sagen, ja, einfach mehr Packs, da können wir, habt ihr mehr zuzuschauen und kann ja sein, dass dann Team of the Season also kommt, den kann man auch, wenn man ihn wahrscheinlich nicht spielt, immer mal wieder in einer SPC gebrauchen und dann holen wir uns noch die Weekend League Belohnungen ab. Ich habe die Woche nicht viel Rivals gezockt. Genau, Platz 20 ist es am Ende geworden. Food Champions Weekend League. Wir haben 5 Player Picks. Ein ultimatives La Liga Team of the Season Set. Das heißt 11 La Liga Team of the Season Karten. 400k Sets, nur 5000 Münzen und die Qualifikationspunkte, die ja auch sehr wichtig sind. So, 5 Player Picks. Wen will ich gerne haben? Ich glaube, Messi wäre ganz nice. Ansonsten würde ich auch so einen Benzema nehmen oder so einen Griezmann, so einen Ben Yedder. Suarez wäre auch nicht so schlecht. Starten wir mal hier mit der 3, weil alle guten Dinge sind 3. Ja, kriegen wir erstmal Burak Yılmaz hier. Naja, also ich glaube, ich nehme dann lieber Parejo für die ein oder andere SPC mit. Ich glaube da, ich habe Parejo auch in Blau gezogen, das ist natürlich sehr nice. Glaube ich zumindest, ja doch, 60 Tempo, das war der, genau. So, dann würde ich sagen, machen wir hier das 5. auf. Was kommt da? Ja, das ist sehr geil. Das ist sehr, sehr geil. Wiska, den kann man halt sogar spielen. Deswegen werde ich wahrscheinlich Wiska... Alter, der hat gute Werte, Digga. Der sieht gut aus. Nomo, nehmen wir mit. Nehmen wir Wiska mit. Ich weiß, viele werden jetzt sagen, warum hast du nicht Burak genommen? Ja, den kann ich nicht so gut gebrauchen. Und... 96er Piqué ist hier am Start. Onyekuru auch am Start, Alter. Der hat auch kranke Werte. Wenn man sich das mal anschaut. Aber ich denke, ich werde Piqué nehmen. Einfach wegen 96. Und ich weiß gar nicht, ob man den auch spielen lassen kann. Eigentlich schon. Ist halt ein Tempo nicht so gut. Aber vielleicht, wenn wir jetzt noch Messi ziehen in Rot, kann man den ganz gut brauchen. Aspas, 3 Sterne, Skills, 3 Sterne, Weakfoot ist halt Schrott. Nehmen wir Piqué mit, ist in Ordnung. Vom Rating her auf jeden Fall sehr, sehr stark bisher. Nächstes Set, komm. Set sage ich schon. Nächster Spieler wird... Ey, Parejo war bis jetzt jedes Mal. Kann das sein, dass er jedes Mal vorgeschlagen wurde? Diagne. Was spielt der? 2 Sterne Skills. Alter, das kann man... Das gibt es auch nur in der türkischen Liga bei so einem Stürmer, glaube ich. Ja, ich weiß nicht. Ich nehme einfach mal wieder wegen Rating hier Diagne mit. So. Jetzt Messi, Griezmann, zwar es gibt so viele eigentlich. Warum kommt keiner? Es kommt jedes Mal Parejo. Banega. Es ist jedes Mal Parejo gekommen. Das ist doch unglaublich. Das ist doch unglaublich. Kann doch nicht sein, dass jedes Mal der Typ hier kommt. Unfassbar. Einfach nur unfassbar. Ja, nehmen wir wieder wegen Rating, denke ich, Banega mit. Okay, also die roten Karten waren bisher nicht so das Allerbeste, meiner Meinung nach. Schreibt auf jeden Fall... in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Also Piqué ist ganz nice. Wir haben Parejo, glaube ich, jedes Mal vorgeschlagen bekommen. Aber irgendwie so ganz zufrieden bin ich nicht. Der hat 75 Schuss. Was hat der da für Werte? Okay. Also irgendwie bin ich da nicht so ganz zufrieden. Nehmen wir die Objekte mal mit. Hoffen wir mal, dass das gleiche bei den Sets besser wird. Mit den, mit dem Glück hier. Mal gespannt. So. Öffnen wir erstmal hier die 35k-Sets. Da habe ich noch nie Walkout gezogen gefühlt. Es bleibt doch dabei. Skippen wir auch direkt. Also, da brauchen wir jetzt nicht lange rum zu schauen, wenn da sowieso nichts drin ist. Ah, die kann ich ja sowieso nicht verkaufen. Das ist natürlich sehr schön. Ich cutte hier auch seit neuestem hier die Packs nicht. Wie gesagt, was heißt seit neuestem? Wir machen ja schon seit 4-5 Wochen so. Habt ihr so mehr gefeiert? Dann öffnen wir das nächste 35k-Set. Was kommt da? Wahrscheinlich wieder kein. Also. Ich habe noch nie, also wirklich ungelogen, ich glaube, ich habe noch nie einen Walkout in diesem Pack gezogen. Das ist richtig, das ist ein richtiger Skandal. Ein Spieler-Pack. Nehmen wir natürlich mit, ziehen wir gleich Messi drin. So. Wo ist das Spieler-Pack?
öffnen wir zuerst wieder das. Hier einer von selten. Wenn jetzt Messi kommt, Jungs, 100 Euro. Ja, ich wollte sagen, ich verlose 100 Euro PSN. Aber, da war das Risiko jetzt nicht so hoch von mir. Ja. Nehmen wir auch mal mit. So, dann öffnen wir mal hier das 50k-Set jetzt. Let's go. Kein Walkout. Man kennt ihn, Digga. Man kennt ihn. Es ist aber ein Inform. Schweden. IV. Und es ist ein 75er Inform. Ja. Den kann man gebrauchen für SPCs. Auf jeden Fall. Ich habe überlegt, Rulle zu machen. Aber wenn das hier so mit Münzen so weitergeht, dann können wir Rulle vergessen eigentlich. Mal schauen, wer kommt jetzt als nächstes hier. Ah. Ist auch nichts Besonderes, glaube ich. Italien, ZM. Ja, Jorginho, was auch immer, Digga. Aber der Typ bringt mir jetzt auch nicht viel. Der bringt mir jetzt auch nicht viel. Okay, dann öffnen wir jetzt mal hier die 100k-Sets viermal. Bin ich jetzt echt mal gespannt, was in 100k-Sets so auf uns wartet. Let's go. Walkout schon mal. Komm, blau. Das wäre schon mal ein geiler Start. Ich würde aber auch CR7 nehmen. Also Portugal, Brasilien, Neymar. Nein, ich werde geprankt. Ich habe wirklich ganz kurz gedacht, auch wenn Barcelona kam, dass Neymar ist. Ich habe ein Jahr gehangen. Es ist Coutinho, 88er. Ist in Ordnung. Ich denke, die sind mittlerweile auch ein bisschen wieder was wert. Die High-Rated-Karten wegen den SBCs und so weiter. Noch ein Inform hier, der richtig Bock auf uns hatte. Zack, 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 zack. Ansonsten weiß ich gar nicht. Den Rest stoße ich ab. Den nehmen wir auch nochmal mit. Den nehmen wir jetzt auch nochmal mit. Dann den Rest hier abstoßen. Geil. Schau mal, ein 88er gezogen. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Weiter geht's. Wieder, ja, ich wollte schon sagen, wieder kein Walkout, aber eben war ja ein Walkout. Was kommt jetzt? Spanien, ST, Villarreal und es ist Gerard Moreno. Ja. Also meine Packs, nicht so solide. Auf jeden Fall nicht so solide. Ich glaube, hier kann man auch eigentlich 7 doppelte Objekte haben. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Da merkt man mal, wie wertvoll mein Verein ist. Da sind einfach nur 77er irgendwo. So. Noch 3 Packs, Alter. Zweimal 100k, einmal heftiges 11er. Oh, jetzt blau. Komm, blau. Ja, CR7 würde ich auch nehmen in Form. Wer ist das? ST? Rodrigo. Nee, Martinez, stimmt. Okay, was mache ich? Also, was will ich jetzt mit ihm? Ist der was wert? Ich denke nichts. 0,0. Ja, lol. Geil. Bringt mir echt viel. Und den haben die 81 nehmen wir auch nochmal mit. Der Rest kann wieder abhauen. Was sind bei den doppelten Objekten wieder drin? Wahrscheinlich irgendwelche. Ja, war klar. So, dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten 100k-Set. Also wir hatten zweimal Walkout und zweimal wahrscheinlich kein Walkout, oder? Ja, genau so sieht's aus. Können wir skippen, da habe ich gar keinen Bock drauf. So, Packs bisher waren absolut Katastrophe. Aber ich kann mich ja nicht beschweren, letzte Woche haben wir gut rasiert. So, dann kommen wir gleich jetzt zum Elva La Liga Team of the Season Set. Und ich bin echt mal gespannt, was da jetzt auf uns wartet. Also da muss jetzt ein Knaller kommen, weil wir haben ja überhaupt nichts an Coins gemacht bisher. Unsere roten Karten waren auch Schrott. Also wirklich Schrott. Piqué, also wie gesagt, man kann halt für SPC viel benutzen, aber ansonsten die Karten kann man in die Tonne kloppen. Das war jetzt nichts, was ich unbedingt spielen muss. Aber wir legen los. Elva La Liga Team of the Season Pack. Walkout. Komm, Messi. Ey, wenn jetzt Argentinien kommt, das wird zu krass. Spanien. IV. Piqué. Ja. Es ist immer so, Jungs, das wollte ich euch auch mal schon mal sagen. Es ist immer so, ihr wisst das, wenn ich einen in Rot ziehe, dann verfolgt er uns auch hier bei den Tradables dann. Es ist immer das Gleiche, wirklich. Wirklich immer das Gleiche. Ich weiß gar nicht, ob dahinter jetzt noch ein Knaller sein kann. Ich glaube, ein Benzema kann da drin sein. Ben Yedda könnte noch drin sein. Aber jetzt die ganz großen Knaller, Suarez, Messi, Griezmann sind, glaube ich, weg. Bin ich mal gespannt, was kommt. Oh!
Oh, Benjeda ist noch mit drin. Und natürlich Ehrenbruder Parejo. Der muss natürlich mit drin sein. Ter Stegen, Santi Cazorla, Aspas, Piqué. Ich hoffe, Benjeda kostet so 1,5. Ja, okay, gut. Gut, also zumindest etwas. Wie viel kostet so ein Piqué? Wahrscheinlich nicht viel. Ja. 250.000 so, ja. Oblak denke ich sogar noch weniger bestimmt. Ja. 150.000. Aspas. Oh, Aspas kostet auch nochmal so 250.000, denke ich. Hoffe ich. Cazorla wahrscheinlich überhaupt gar nichts. 100, ja. Ter Stegen eventuell ein bisschen mehr als 100. Ne, weniger als 100. Der hier hat eigentlich ganz nice Werte, aber der ist doch zu klein. Der wird doch auch keiner spielen, ja. Ja, moin, Digga. War auf jeden Fall nicht so das Allerbeste, was man hätte ziehen können in den blauen Karten hier. 50k kostet noch der. Banega kostet wahrscheinlich 30, 40k. Gehe ich mal stark von aus. Jesus Navas vielleicht nochmal so 50. Wobei, ist ja eigentlich eins der besten RV-Karten in der Liga. Ja, 100k. Parejo. Auch nochmal so wegen dem Rating wahrscheinlich. Okay, also kann man akzeptieren. Kann man akzeptieren. Ist natürlich jetzt nicht wie letzte Woche, dass wir da 6 Millionen Münzen aus dem Pack machen. Aber ist in Ordnung. Kann man sich nicht beschweren. Haben jetzt, hat sich trotzdem gelohnt. Auf jeden Fall hier, ja. Controller-Akku geht jetzt gleich leer. Jungs, ich würde sagen, alles in allem war das in Ordnung. Ja, wir haben ein paar rote Karten bekommen für SPC-Material. Ansonsten aber jetzt auch nicht sehr, sehr viele Münzen dazu bekommen. Mal schauen, ob ich mit CR7 Totti holen kann. Bin ich mal gespannt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr noch kein Abonnenten seid. Würde mich mega freuen. Abonnieren ist kostenlos. Ansonsten sehen wir uns dann am Wochenende wieder. Ich werde da wieder Top 100, mein ganzes normales Top 100 Livestream durchziehen. Wie immer am Wochenende. Schaut auf jeden Fall rein, würde mich mega freuen. Und dann sehen wir uns am Wochenende. Ciao!